Hallo, wir sind heute schon wieder in einem Smartzone, schon wieder in einem Theo. Das ist schon der dritte Film über Theo in Darmstadt an der Technischen Universität. Warum sind wir hier? Weil hier tatsächlich was Neues ist. Nämlich, da sieht man hier schon, da stand beim Theo normalerweise immer die Self-Scanning-Kasse und die ist gar nicht mehr da. Warum ist sie nicht mehr da? Weil der Theo hier das Grab-and-Go-Prinzip testet, ausprobiert. Der Retail Optimizer hat das gespoilert, zusammen mit Autonomo. Das heißt, wir sind hier gerade reingekommen. Wir mussten jetzt bei der Theo-App auch schon eine Kartenzahlung, ich habe Kreditkarte genommen, hinterlegen. Man hätte aber auch mit EC-Karte, kann ich beim Ausgang gleich nochmal zeigen, wäre man auch reingekommen. Also erst eine Kartenzahlung, eine Bezahlreise hinterlegen und dann kommt man rein. Und dann ist man aber in einem ganz normalen Theo. Das heißt, so vom Sortiment her, wie gehabt, ein bisschen biolastig, gerade hier für die Studenten an der Technischen Universität Mannheim bestimmt attraktiv. Es gibt auch ein Tiefkühlsortiment, ein kleines, und dann hier Snacks, gut zum Lernen, Chips zum Beispiel, Schokolade etc. Hier auch der Bildschirm, damit eben irgendwie getestet werden kann oder eben klar ist, dass man hier natürlich auch durch Kameras überwacht wird richtigerweise. Und somit hat dieser Theo auch, weil es eben die Grab-and-Go-Technologie ist, sehr, sehr viel mehr Kameras, wie man, glaube ich, oben an der Decke sehr gut erkennen kann, die dann eben unseren Einkauf erfassen und entsprechend logischerweise auch dann der Person zuordnen können. Autonomo, die Firma, die Hoodie in Hamburg gemacht hat und jetzt ihre Technologie weiter ausbreitet. Jetzt sind wir in den Kühlraum reingegangen, auch das ist typisch Theo. Hier hinter ist so ein bisschen Lagerraum. Was das ist ja keiner. Auch das schicke Gebäude zeige ich euch gleich nochmal. Obst und Gemüse, sehr kompaktes Sortiment, sieht aber alles frisch und lecker aus. Und da dachte ich schon, es wird auch Alkohol geben. Gibt es aber nicht. Es gibt zwar Grombacher, ist aber alles alkoholfrei, bedeutet kein Alkohol. Das heißt, sie müssen hier keine Alterskontrolle machen. Da auch Bananen, Bio-Bananen sogar. Stück verkauft, keine Gewichtsware, wiegen kann man also nicht. So, dann gehen wir raus. Wahrscheinlich kaufen wir auch einmal was, damit wir auch irgendwie wissen, ob das dann funktioniert. Ich kaufe jetzt hier mal ein Duplo und wie gesagt, ich mache hier gar nichts mit Duplo, ich kann nichts scannen, gar nichts, sondern ich gehe dann einfach raus. Und wenn wir draußen sind, dann können wir sehen, wie das schöne Theo-Gebäude. Ein Student, muss mal gucken, dass er nicht mit aufs Bild kommt, das will er bestimmt auch nicht, da ist der Theo. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie die Registrierung also funktioniert. Da ist ein Automat, dem ich, wie gesagt, wenn ich in der App mich registriert habe, ein QR-Code generiert wird und ich dann reinkomme, so werde ich identifiziert und meine ist auch klar, mit welcher Karte ich bezahle. Oder ich kann eben mit einer EC-Karte einstecken, PIN eingeben und dann weiß er auch, womit ich zahle und wird am Schluss eben das wieder abbuchen. So sieht der Terminal aus. Ja, eben anders wie sonst bei Theo, so sieht der Terminal aus. Und die Rechnung bekommt man dann auch, wie es beim Grab and Go ist, erst hinterher in der App dann angezeigt. Meine ist jetzt noch nicht da. Oder man könnte sich einen Kassenbon auch unter meintheo.com runterladen, wahrscheinlich, indem man irgendwie seine Kundennummer eingibt. Dann findet man den da auch. Also ganz spannend. Tegut, über 30 Märkte waren alle bisher mit Self-Scanning-Kassen oder mit Smartphone-Scanning. Und das ist die erste Lösung mit Grab and Go. Na, wird spannend sein, ob sich das bei Tegut und Theo dann auch durchsetzt. Wie gesagt, an der TU Darmstadt auf dem Gelände, besonders natürlich für Studierenden interessant. Also richtig cool hier, aber schon mal in der Shopbox gewesen.